Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Naja, ich muss zugeben, ich habe dann doch nicht gerage quittet nach der letzten Folge. Ich habe dann trotzdem einfach mal hier dein scheiß Wein, den trete ich dir. Alles scheiße. Blöde Metze. Ist egal. Wir werden irgendwann wiederkehren, aber nicht jetzt. Ich habe gerade überlegt, ob ich das jetzt machen soll, so zu Spielanfang. So oft gegen die Olle kämpfen, bis sie down ist. Und dann so tun, als wäre es nur ein Kampf zur neuen Aufnahme. Oder nicht nur so tun, sondern einfach sagen, ich habe es wahrscheinlich eh zugegeben, aber dann quasi nur noch einen Kampf in der neuen Aufnahme lassen und die Alte ist tot. Aber weißt du was? Nee. Ich lasse die Alte da schmoren in ihrer Hüllensoße. Wir kommen irgendwann wieder. Irgendwann. Wir haben ja noch Zeit. Wir sind ja immer noch hier unterwegs. Freiwillige haben wir auch noch. Lalalala, das Brüllen eines Schweins. Guck mal, Level 13. Da gehe ich jetzt gerne hin. Weiter so, Plätze. Ich werde da sowas von sterben. Nee, aber mit der Hanna habe ich echt Probleme. Ich weiß gar nicht warum. Immer mit der Hanna. Ein Drachen aus dem Himmel kloppen, alles funktioniert. Aber dieser blöde Hanna-Geist, die macht echt Probleme. Ich weiß nicht warum. Oh nö, nicht schon wieder die Banditen. Hey, Freunde. Ach, egal. Sind schon wieder dieselben. So, Freiwilliger sieht sich in der Umgebung um. Hier haben wir wieder ein Dörfchen. Kann ich ja vielleicht mal woanders gucken? Da haben wir unseren Lieblingsfreund, unseren Lieblingshändler haben wir hier irgendwo. Wo ist denn der? Hier? Der sollte hier sein, angeblich. Ich weiß gar nicht, wo der schläft. Das ist so ein Reisenderhändler. Der müsste eigentlich in seinem Wagen schlafen, oder? Tja, oder hat er ein Hotelzimmer genommen? Ich weiß es nicht genau. Ich wollte noch Sachen verkaufen, aber weißt du, dann ist ja schon so in 4 Stunden kurz aufstehen. Ah, oh, wie schön das hier immer aussieht. Nice. Okay, um 4 Uhr ist ja noch keine Sau wach. Weißt du was? Plötzlich, wir reiten mal weiter. Ich bin nicht gut gelaunt. Wegen dieser blöden Metze. Wo muss ich denn hin? Da, ja, natürlich, klar. Ja, da ist ja, da würde ich ja am ehesten. Eigentlich kann ich, dann kann ich da unten gleich mal die Fragezeichen noch aufdecken. Boah, wir haben noch so viele Fragezeichen aufzudecken. Hier haben wir schon eine ganze Menge geschafft, aber da unten. Huiuiuiui, da wartet noch einiges auf uns. Plunderbrücke, wo? Da. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Wir beamen uns erstmal zum Westtor. Und ich habe ein bisschen Bedenken, dass wir da gleich massakriert werden. Ich weiß es nicht genau. Bis jetzt sind wir ja easy durchgekommen. Wir sind aber gleich Level 13. Wir müssen, glaube ich, nur noch ein, zwei Münsterchen erschlagen. Das ist mal Level 13. Bis jetzt sind wir momentan gut durchgekommen, weil wir an der Westküste waren. Das ist ja noch so ein bisschen low-leveliger. Hier wird es dann ein bisschen höher. Also bis auf Hanna aus den Wäldern natürlich. Die ist nicht so low-levelig. So, Freunde. Hätte ich die Schnellreise nicht da vorne abkürzen können? Ich weiß es nicht. Kann's passieren. Habt ihr einen Passierschein? Komm schon. Kennen wir alle schon, haben wir alle schon gehört. Streitlustig, wie? Hä? Was zum Teufel? Okay, da müssen wir lang. Hier waren wir ja auch schon überall. Entschuldigung. Ja, an deiner Mutter werde ich ersticken. Das hört sich falsch an. Wer will denn schon an seiner Mutter ersticken? So. Da haben wir einen Händler. Hey, guter Mann. Sei gegrüßt. Hallöchen, zeig mal Waren. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Waren die gut? 143 hat er wieder. Da haben wir schon ein bisschen Mumpitz verkauft, wie man sieht. Hier, Mumpitz, 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 Mumpitz und 22 Rüstungen, weiß gar nicht, ob die gut sind, aber hier Mumpitz.
Was ist das da? Es ist Mumpitz und noch mehr Mumpitz. Und plus 14, Stufe 13. Mumpitz, 46 hat er noch. Minus 13, es ist Mumpitz. Minus 5, hat nicht genug Geld. Wie viel hat er noch? 36 hat er noch. Da wird es ein bisschen knapp. Das kann er kaufen, es ist Mumpitz. Wir haben 5400 Gold inzwischen. Leb wohl. Ich sag immer Gold, es tut mir natürlich leid, Ohren. Oder Floren oder hochwohlgeboren, ist doch ganz egal. Wie hat der mich denn hier gefunden? Kollege. Komm mal klar. So, sehr schön. Vielen Dank. Jetzt haben wir das. Und da wir Level 13 haben, kommt zuerst natürlich hier dann das hier 13. Stahlwaffe. Die Handschuhe, die wir haben, die kann man auch sockeln. Okay, sind genauso gut wie die jetzigen. Und hier Stufe 13 plus 22. Sehr gut. Jetzt, was können wir denn da reinsockeln? Was können wir denn da reinsockeln in die Waffen? Ausrüstungsgegenstand eines Schwertes. 5% Angriffskraft. Gefällt mir sehr gut. Ich schaue nochmal 2% Chance auf Taumeln, Vergiften, Igni, Angriffskraft. 3% Chance auf Einfrieren. 5% auf Taumeln. Gefällt mir auch ganz gut. Angriffskraft mache ich mal Stahlwaffe. Und Taumeln mache ich mal Silberschwert. Oder können Monster taumeln? Ich weiß es nicht. Oder lieber Einfrieren. 3% auf Einfrieren. Ich mag das mit dem Einfrieren eigentlich sehr gerne. So, was haben wir hier noch? Ausrüstung, Axi. Ja, meine ich nicht. Ich lasse das erstmal so. Achso, und wir haben natürlich noch, Entschuldigung, wir haben natürlich noch hier einen verfügbaren Punkt. Ich weiß gar nicht, was wir da nehmen wollen, ehrlich gesagt. Eigentlich müsste ich die Verteidigung nehmen, verringert den Schaden durch Treffer, die beim Ausweichen haben, um 20%. Nächste Stufe um 40%. Okay. Ich liebe es. So. Verteidigung müssten wir wirklich noch ein bisschen mehr drauf geben. Was jetzt, du Stück Dreck? Hey! Rasiert. Oh, halt. Natürlich erstmal wieder den guten Neckarsud mit drin, mitnehmen. Neckarsud mitnehmen, so rum. Probier mal mit dem Deutsch. Und da ist noch ein kleiner Mann, den ich gar nicht leiden kann. So, da scheißt er sich wieder aus. Wir nehmen das Mutagen natürlich auf. Ich frage mich, ob wir die noch... Die können wir bestimmt auch kombinieren, oder? Zu großen Mutagen, ich weiß es nicht genau. Wie weit es hierher ist mit der Genforschung, kann ich nicht sagen. Da ist ein Wägelchen. Liegt da vielleicht irgendwas für uns? Oh, tatsächlich. Ich weiß, wir müssen mal anders hin. Ich gucke nur ganz kurz, weil hier sieht es auch sehr interessant aus, als wäre hier noch irgendwas. Und da drüben ist noch ein besetztes Dorf. Getroffen, aber nicht getroffen. Waren wir hier schon? Wo will der denn hin? Lass mich doch nicht hinterherlaufen hier. Schenk mir diesen Tanz. So, Waffe weg. Halt! Ich sehe schon. So, Ghoulblut nehmen wir natürlich noch ein bisschen mit. Waren wir hier schon? Ich kann mich gar nicht erinnern. Hier ist eine schöne Wanne. Gefällt mir sehr gut. So ein alter Zuber. Monsternest. Ach, sieh an.
So, dann gehen wir das Monsternest mal ganz kurz... Oder warte, ich gucke erstmal hier ein bisschen rum. Ich glaube nicht, dass es hier noch irgendwas zu holen gibt, aber naja, naja, hier ist alles niedergebrannt. Hier. Ansonsten werden wir, glaube ich, nicht mehr viel ausmachen können, was hier passiert ist. Ich glaube, das ist vergebens. Hallo, ihr Lieben. Die Massenvernichtungswaffe Geralt hat wieder zugeschlagen. Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Nicht mehr. Ins Wasser. Glaubwürdig. Puff. So, da gräbt sich keiner mehr raus. So. Ansonsten gibt es hier offenbar gar nichts. Da leuchtet... Oh, was ist das denn? Ach, Honig... Ach so, Honig... Ja, Honigwabe, okay. Okay, wir gehen wieder nach oben und dann folgen wir dem Weg, den wir eigentlich folgen sollten. So, eigentlich wollte ich nochmal ganz kurz hier eine kleine Tour beiseite machen, mir die Sachen hier angucken, was hier verbrannt ist und so weiter, was hier los ist. Aber es scheint so, als wäre das sowieso das, wo wir hin müssten. Es sieht so aus, nee, wir sind nicht fast am Ziel. Es sieht so aus, als würden wir einfach immer abgelenkt vom Ziel, weil hier ständig wieder was Neues kommt. Ach du Scheiße. Wenn's flimmert, weiß man Bescheid. Ich finde es gut, dass sie sich selber mit in Tod reißen können. Das finde ich sehr geil, wenn man da irgendwie so eine Kettenreaktion auswirkt. Da kannst du auch eine ganze Horde von denen einfach auf einen Schlag umbringen. Das finde ich sehr gut. Ich weiß aber nicht, wie sowas in der Natur überhaupt bestehen kann. Hallo? Ach, natürlich. Ja, wir müssen eh noch da lang. Da habe ich schon eine zweite gesehen, eine zweite Moderhaut. Jetzt wollte ich erstmal ganz kurz gucken, was es hier mit auf sich hat. Mitnehmen. Können wir mal mitnehmen. So, da vorne auch noch ein bisschen. Die haben hier ein ganzes Lager auseinandergenommen, wie mir scheint. Hier war eine richtige kleine Stadt und das haben die alles auseinandergenommen. Ich frage mich, wozu taugen diese Armeen überhaupt? Wie können die überhaupt gegen irgendwas kämpfen? Hallo? So, Schnaps ist immer gut. Nicht zum Trinken, aber zum Tränke auffüllen ist das ganz gut. Was mache ich denn hier? Wieder heute besonders sportlich unterwegs, der feine Herr Witcher. Hier ist gar nichts, da ist ein bisschen was. Komme ich gerade so einmal nicht ran. Das ist ja toll, was du da leistest, Geralt. Ich bin sehr beeindruckt. So,
hier vielleicht noch irgendwo... Alter, wie groß ist denn dieses Gebiet hier bloß? Huch, hallo? Wie ich das da oben bekomme... Da flitzt wieder irgendwas rum, könnte aber auch ein Reh sein, ich weiß es nicht genau. So, altes Ziegenfell. Und hier, lalalalalalala. Ach, guck mal hier. Schön Schnäpschen, da freut sich der Papa. Und jetzt erstmal gucken, hier, jetzt wollen wir langsam mal ein bisschen vorwärts. Irgendwie ist es doch sehr still hier, die heute. Was natürlich auch daran liegt, wenn man so ein Lager untersucht, dauert es immer ein bisschen länger. Vor allem, weil das hier wirklich sehr unwegsam ist teilweise. So, hier haben wir schon alles. Dann ziehen wir jetzt mal weiter. Hey. Du alte Nassbirne, ein Monsternest. Ich freu mir. Ein Moderhautnest. Es muss zerstört werden. Komm schon. Jetzt zieh mal dein Schwert, Junge. Der zieht sein Schwert nicht. Was soll denn das? Moderhaut, man sieht schon genau warum. Das Problem ist, die explodieren erst... Vergiftet, toll. Die explodieren erst beim letzten Schlag. Das heißt, wir können denen gar nicht mal ausweichen, weil wir müssen den letzten Schlag platzieren. So, ein Monsternest, ein weiteres war das. Wer hat denn hier aber die Säcke geplündert? Das verstehe ich nicht. Das ist mir ein Rätsel, tatsächlich. Weil ganz ehrlich, die Monsterviecher, Gedingse, Bingse, machen sich ja nichts aus. Die machen sich ja nichts daraus. So, schau dich in der Umgebung um. Irgendwie sind wir immer noch diese einen... Oh, toll, ich habe eine Motte hier im Zimmer. Ja, das fängt ja gut an. Hier ist irgendwie alles so verfallen, alles überfallen, alles kaputt und alles... Wie kann denn sowas überhaupt sein? Wie kann denn sowas überhaupt sein? Das verstehe ich nicht. Und wieso hat das nicht geleuchtet? Schönes Schnäpschen drin und leuchtet nicht. Was ist denn da los, der Witcher wieder? Voll der Nichtsnutz. Achso, das war ein Baum. Hey! Ertrunkener mutiert zu Erstochener. Ist wie ein Level-Up. Nur down. Okay, hier ein altes Ziegenfell, da freue ich mich natürlich sehr. Ich bin erotisch berührt. Hier ist ja alles. Wie das gerade mal weggeflogen ist. Ist noch einer. Hier ist alles irgendwie... Sind das noch übrig? Bleibst du aus dem Krieg, frage ich mich. Also sind das jetzt verlassene Stätten, weil Leichen sehe ich hier keine. Rostige Schwerter. Ich glaube, wir sind hier noch auf alten Kriegsschauplätzen tatsächlich. Und die wurden jetzt offenbar besetzt von irgendwelchen Viechern, was ich natürlich verstehen kann. Die suchen sich offenbar gerne so menschliche Behausungen oder generell Obdach oder weiß nicht was. Hase. Oh nein. So, ich sollte aber trotzdem mal ganz kurz... Eine Sache mache ich mal eben vorsichtshalber.
So viel Spaß wir hier auch gerade haben, aber ich meditiere mal eben ein Stündchen. Die sehen mich da hinten natürlich auch nicht, wenn ich hier eine Stunde meditiere. Klar, lass den alten Sack da erstmal eine Stunde in der Gegend rumgammeln. Ach, ein bewachter Schatz. Ich dachte schon Monsternest. Ah, null Hitpoints, toll. Sag mal. Na endlich. Freunde, lass das mal gut sein jetzt. So. Ihr bewacht also einen Schatz, ihr Süßen, hm? Hoffentlich den Schatz des Lebens. Ah, was haben wir denn hier drin in der alten Spelunke-Kiste? Ein Streitkolben. Wow, Megaschatz. Velena Axt, Megaschatz 2. Zwergenschnaps. Das geht. Das Beste, was wir bisher gefunden haben hier. Einen guten Schnaps. So. So einen alten Kräutersud von Oma. Monsterspeichel. Wer will denn, ganz ehrlich? Pfui. Da glänzt einer. Ein Schlüssel und ein Dokument. Blutgold. Ein Schlüssel und ein Dokument. Da schauen wir mal. Oh, gejuckt. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Blutbeflecktes Dokument. Es ist mir gelungen, die Blutung zu stoppen. Ich muss nachdenken. Ich könnte Hilfe suchen. Da muss ein Dorf in der Nähe sein. Ich kann Hundegebell hören. Aber die Leute würden meine Uniform erkennen. Sie würden fragen, was ich im Sumpf mache. Sie würden es rausfinden. Sie würden alles an sich nehmen und mich vielleicht töten. Wir sind hier schließlich in Velen. Ich hab viel Blut verloren. Vielleicht zu viel. Wenn die Wunde morgen früh noch sauber ist, kann ich's schaffen. Ich breche bei Tagesanbruch auf und vielleicht greifen die Ertrunkenen mich dann nicht an. Ich vergrabe den Schatz und gehe nach Novigrad. Dort sollte ich jemanden finden, der mich wieder zusammenpflegen kann. Jemanden, der keine Fragen stellt. Dem es egal ist, ob man ein Deserteur ist. Mir bleibt nur noch zu beten, dass niemand meine Spuren findet. Dass niemand, der Blutspur folgt, in den Schatz findet. Aber hier kommt keiner durch. Ich hoffe es. Ach, alles wird gut. Tja, ist alles nicht ganz so gut geworden. Na, was war denn da? Nichts, aha. Verdächtige rote Spur. Okay, hier schleichen noch die Herren rum. Ein rotes Fass, sehr explosiv, wie es aussieht. Wieso kann ich denn die Blutspur nicht absuchen? Das wundert mich ein bisschen. Da hinten geht's auch noch weiter. Sieh an, sieh an. So, da haben wir noch zwei Sachen zum... Ich weiß, der roten Spur folgen wir natürlich auch noch. Aber erstmal... Wenn's denn recht ist, würde ich erstmal die kleineren Schätze gerne mitnehmen, bevor wir sein verbuddeltes Zeug finden. Ein Deserteur, der Kriegsbeute verbuddelt, oder was? So... Das Blümchen nehmen wir auch noch mit. Da haben wir noch was. Ist das die Kiste? Ah, abgeschlossen. Kronen, Silber, Schema, Axtkämpferhandschuh haben wir gefunden. Blutgold abgeschlossen, aber wir haben immer noch die Quest. Wir machen ja eigentlich immer noch eine andere Quest. Ist das ein Hexerauftrag? Ding aus dem Sumpf? Nö. Hanna aus den Wäldern, die machen wir. Boah, ich hasse die zu. Ich hasse die so sehr. Ich weiß nicht, warum ich da so nur Probleme habe. Freiwillige. Aber manchmal, ich glaube, manchmal hat man das einfach. Frag mich, ob andere auch so nur Probleme haben bei Hanna. Hanna Bolika. Das
Schon irgendwie cool. Da hinten die Mühle, lalala. Und hier ist dieser Sumpf. Man könnte vermuten, obwohl die Karte so riesengroß ist, wirkt es hier trotzdem noch so dicht an dicht. Da hinten haben wir zum Beispiel, das sieht so ein bisschen aus wie Krähenfels. Obwohl die Karte also so riesengroß ist, gibt es hier trotzdem so viele Schauplätze, dass man eigentlich die Karte noch hätte weiter rausstrecken können, sozusagen, dass da mehr Strecken dazwischen liegen. Und hier ist eine Balliste und sowas. Krass. Was immer das hier gewesen ist, ich weiß es nicht. Ob das Geschütztürme waren. Das Kriegsbein. Habe ich gerade ausgegraben. Mal gucken, was passiert. Was? Ach. Ha, Glückwunsch. Hier. Wo ist er denn? Toll, haben wir einen Gockel. Super. Na, der kreischt hier aber einen los. Oh, der hat sogar... Oh, der ist sogar... Ja, der war vielleicht ein bisschen zu imber. Der war fast so schwer wie Hanna. Der war fast so schwer wie Hanna, aber es ging eigentlich. Also im Vergleich wirkt er doch ein bisschen handzahm. Na gut, ich glaube, den lassen wir erstmal. Das Doofe ist, wenn wir jetzt wissen, da ist ein Schatz, ich würde den schon gerne holen. Das Problem ist, ich hoffe nur, wenn wir später High Level sind, ich weiß nicht genau, welches Level der gerade hatte, das war nur Fragezeichen. Ich hoffe nur, dass wir dann dran denken, noch wieder zurückzugehen so weit. Sonst wäre das natürlich schade, wenn wir die ganzen Sachen, die wir jetzt nicht holen können, einfach auslassen. Weißt du, was ich meine? Das fände ich ein bisschen schade, aber naja, vielleicht das nächste Mal, vielleicht kommen wir irgendwann wieder. Ich weiß nicht genau, wie hochlevelig das ist. Vielleicht haben wir die Quest ja auch schon längst für den alten Gockel. Ich lasse den da erstmal. Wir rupfen den später aber nochmal. Guck mal, die schöne Brücke. Das könnte Ochsenfort sein. Ja. Hier noch die alten Fahnen. Ich habe zum Glück keinen Umweg genommen hier zum Freiwilligen. Was ist das denn? Ach, ein Bandit. Hey! Aua, lass das. Hab gar keine Augen. Mach die Augen einfach zu, wenn ich kämpfe. Ist leichter. Habe ich gesehen. Du wolltest doch gerade schießen. Mit dem Bogen. Schieß mal mit dem hier. Mit deinem Gesicht kannst du schießen. Und zwar auf dem Boden, Junge. So, ein bisschen Schnäpschen. Ist nicht mal Banditenlager, ist aber nur irgendwelche Hampel, die jetzt wirklich ein Lager haben. Warum greifen die mich an? Sieht schon sehr stattlich aus hier alles. Das ist nicht Ochsenfort, das ist glaube ich, ist das ein Novigrad? Ich weiß es gar nicht. So, hier sollen wir jetzt hin. Das Ganze hat unser Level, müsste also schwerer sein als Hanna, die drei unter unserem Level ist. Ich habe, glaube ich, mit den Geistern einfach nur Probleme. Ist schon süß. Cool. Ich mag den. Deswegen speichere ich erstmal vorsichtshalber. Du, Netschling. Hier redanisches Armeelager. Kein Durchgang. Kein Boot klauen. Redanisches Lager? Wo versteckst du das denn? Siehst du nicht? Ich komme zur Armee von König Raluwit. Befehl, Boote bewachen. Die Boote sind ziemlich hinüber. Ich Boote bewachen, sagen Redania. Aber kein Holz für Zaun. Nur Boote, ja. Drum Zaun aus Booten ich mach.
Bote, Bewachung, Bote. Ich mag den. Warum bist du zur Armee gegangen? Hat dich jemand rekrutiert? Groot? Kein Groot. Gute Soldaten kommen. Häuptling sagt Boote bewachen, sonst kommen Bauern und nehmen Bauernboote. Komisch. Verstehe nicht. Ich schon, glaube ich. Die Redanier haben Boote von Bauern beschlagnahmt und damit gerechnet, dass die Bauern sie zurückholen. Was ist dann passiert? Häuptling geht. Soldaten trinken und singen, viel singen. Troll hört zu. Bumm, kommen Bauern mit spitzen Stöcken. Troll will helfen, rennt los. Ruft zu Bauern und Soldaten, zieht sie auseinander mit Vorsicht. Aber alle fallen um, auch Soldaten. Aber trotzdem Boote bewachen. Und ich bewache, ich Soldat. Und ich singe. Für dich auch? Nein, danke. Ich hab dich vorhin schon gehört. Aber wo sind denn die Leichen? Ich sehe gar keine. Troll hungrig. Wozu wegwerfen? Bauern sehr gut. Soldatenfreunde nicht so gut. Trotzdem große Suppe immer gut. Ich mag den. Du bist gefährlich, wenn du Soldaten frisst. Ah, na ja, hier. Ich verstehe schon. So ist das im Krieg. Du auch Soldat? Nein. Troll macht Soldat. Trollhäuptling sagt, bring Farbe. Du bringst Farbe. Farbe? Was meinst du? Farbe, Farbe. Bunte Farbe, rote Farbe, weiße Farbe in der Stadt. Geh, ich bewache Boote. Na gut. Gut, ich treib etwas Farbe für dich auf. Du gut. Redania Armee vergisst nicht. Denn wie so viel noch nie. Dreiberg Infanterie. Schwinge Schwert und Knöchel knack. Tötet Nilfgaard Lumpenpack. Denn mir zittern schon die Knie. Hier kommt Nimner Kavallerie. Schwinge Schwert und Knöchel knack. Tötet Nilfgaard Lumpenpack. Das sind also die Zäune. Da ist die Suppe. Das sind also die Zäune. Das sind also die Zäune, die er hier gebaut hat, um die Boote zu bewachen. Ja nun, man muss halt Einfälle haben. Bisschen Brot braucht er ja auch nicht. Ich glaube, die Boote kannst du knicken, die klaut keiner mehr. Aber ist doch schön, da hat er sich ja was Schönes eingerichtet. Ich hoffe nur, der begreift mich nicht an, wenn ich hier gleich zufällig mal... Nee, das trifft er gar nicht. Okay. Stahlbarren. Hey, Greifenrüstung. Ein bisschen vorsichtig sein. So, aber der mag uns ja. Wir holen ihm Farbe. Halt! Finden die Farbe, die der Troll braucht. Erstmal aber, bevor wir jetzt diese Quest verfolgen, haben wir noch immer noch diese Dingens, oder? Die frei... Ach, das ist die Umgebung. Ein äußerst seltsames Geräusch. Ach so, finde die Farbe der Troll. Ach, das ist diese Quest. Schön. Fingerfarbe wie noch nie. Lolle Kavallerie. So, ich vermute mal, hinterher schwimmen könnte er uns nicht, der gute Mann. So. Halt, bevor wir jetzt darüber... Ja, ich weiß, Ertrunkene, aber pff, muss ich jetzt auch mal ganz furchtbar mit der Schulter zucken. So, wie kommen wir da? Ah, da, okay. Jetzt müssen wir offenbar doch ins Städtchen rein.
Ach, ist doch Ochsenfurt, oder was? Ist doch Ochsenfurt. Okay, alles gut. Es ist doch Ochsenfurt. Okay, na gut. Entschuldigung, habe ich verwechselt. Ich dachte, wir wären woanders, weil wir einfach die ganze Zeit so rumgelaufen sind. Streitlustig, wie? Scheiße. Wow, sogar ein Stereo. Komm schon. Wir brauchen keinen Passierschein. Du kannst passieren. Ich weiß. Arroganter Fatzke, also ich. So, wir sollen Farbe besorgen, dann freut sich der Troll. Ich fühle mich dem Troll irgendwie verbunden. Das ist ein Steintroll. Da fühle ich mich sehr, sehr verbunden aus Gründen. Schön. Lalalala. Ach, schön. So. Wo kriegen wir hier Farbe her? Bunte, rote, weiße. Finde ich die Farbe, die der Troll braucht. Lalalalalalalala. Also beim ganz normalen Händler. Okay, bei dem können wir auch ein bisschen Kappes verkaufen. Hä? Bei ihm hier? Hey! Ne. Ach, da ist er, steht ganz allein gerade. Was kann ich für dich tun? Was ich heute nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Gut. Zeig mal. Mal sehen. Vielleicht... Farbe. Ach, sieh an. So ein Zufall. Plötzlich können wir Farbe kaufen. Finde ich ganz gut. Oder kommt man das vorher auch? Weiß ich nicht. Minus 102, minus 103, minus 76... Puh, lalalala. Plus 7 ist egal. Minus 14. Minus 19 hat nicht genug Geld. Auch gut. Wir haben inzwischen fast 6000. Krass. Okay, 22 Rüstung. Plus. Oh nein, bitte nicht. Plus 5 Rüstung. Oh nein, nein, nein. Die ziehe ich nicht an. Nein, die ziehe ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Ist mir alles egal. Kannst du machen, was du willst. Ich ziehe die nicht an. Da kommt dann doch nicht die Eitelkeit raus. Aber ich will die einfach. Ich will nicht. Ciao. Bis dann. So. Die Herren, ich muss da mal kurz durch. Pass doch auf. Erstmal schön alle wegschubsen hier. Oh. Entschuldigung. Ich bin halt ein bisschen breiter gebaut. Die Gassen hier sind aber so dünn. Irgendwas an dir stinkt, finde ich. So, da ist er. Zu dem wollte ich hin. Hey! Zeig mir doch mal. So. Würde gerne erstmal die ganz anderen Kappes verkaufen. Plus 9, aber das Beil ist ein Beil. Ich will keine Beile mehr haben. Ich will bei Schwertern bleiben, tatsächlich. Die hat plus 5, aber ehrlich gesagt... Oh. Schwellenresistenz, Aufstellungsresistenz, Übernahmentarresistenz, Durchbohrungsigni, plus 13% Igni hat die auch noch. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Die ist echt gut. Aber wir haben eine große Glyphe bei uns in der Rüstung, plus 10%, also ich verkaufe die jetzt. Hat nicht genug Geld. Leckt mich am Arsch. Wie viel haben wir denn jetzt? 6129. Was hat denn der da für ein Buch? Pflege dein Schwert. Das haben wir aber, glaube ich, schon, oder? Pflege dann Schwertsoldat. Genau wie Heimwerker, Enzyklopädie. Elfenwetzstein. Könnte man theoretisch kaufen. Da können wir ein bisschen wahrscheinlich unsere Sachen schärfen, vermute ich mal. So. Wie? Sehen. Nach dem dritten Finger. Und als raus war, wo er sein Gold hat, haben sie ihm den Rest. So, jetzt passiert Folgendes. Wir hätten den Troll natürlich umbringen können. Aber der tut da hinten ja niemandem was, glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher. Hier sollen wir jetzt raus? Ist das nicht falsch? Lang lebe Raduvid. Das ewige Feuer sei mit dir. Wir sind doch falsch. Nein! Uah, nein, 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 nein. Uah. Falsches Tor. Wohin schickt mich dieser komische Navigator schon wieder? Mir reicht's mit dem Leben. So. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Zu mir! Die besten Waren diesseits. Ja, 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 ja. Hört auf zu quatschen. Hört doch mal auf zu quatschen. So.
Ich nehme mal die Abkürzung. Ich glaube, das ist mal ein bisschen schneller da, als wenn wir jetzt nochmal über die Brücke laufen und lalala. Dann schwimmen wir da einfach mal hin. Dann bringen wir dem Troll die Farbe. Da bin ich mal gespannt, was er damit vorhat. Will er da neu streichen oder was will er machen? Da hinten ist er schon. Arschbombe! So, da bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, wir müssen nicht gleich gegen ihn kämpfen, aus irgendeinem Grund. Aber das erfahren wir natürlich erst in der nächsten Folge. Ach, es ist manchmal so gemein. Ich bin so ein Schlawiner manchmal. Es würde mir leid tun, wenn es nicht so lustig wäre. Ich will aber auch selber wissen, was mit dem Troll passiert. Das Blöde ist, ich mache jetzt eine Aufnahmepause und werde es wahrscheinlich erst bei der nächsten Aufnahme erfahren. Deswegen hoffe ich einfach nur, der greift uns nicht an. Das wäre mir ganz lieb. Da wäre ich ganz glücklich, wenn er es nicht machen würde. Aber ganz ehrlich, ich mag den Troll sehr. Ich finde das total geil mit den Booten, die zu Zäunen gemacht wurden, womit er jetzt die Boote bewachen will. Aber es gibt keine Boote mehr, aber dafür kann er jetzt Zäune bewachen. Ich mag den sehr. Ich mag den schon sehr, sehr, sehr. Und naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. War das in dieser Folge, dass wir den Bruder nicht retten konnten auf dem Schlachtfeld? Keine Ahnung, die Folgen sind so lang, dass es mir wieder vorkommt wie eine ganz andere Folge und vor Ewigkeiten mal. Nee, es war nicht in dieser Folge, es war letzte Folge, glaube ich. In dieser Folge sind wir am Anfang von der Hanna weggelaufen. Ich weiß nicht mal, was wir gemacht haben, ehrlich gesagt. Wir sind eine ganze Weile rumgelaufen, die ganze Zeit, und so rumgelaufen. Danach sind wir rumgelaufen und dann waren wir irgendwann beim Troll. Und deswegen nehme ich auch als Thumbnail. Weiß ich jetzt schon. So, in der nächsten Folge gehen wir dem Troll die Farben. Und ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich gar keine Ahnung, was er damit überhaupt anfangen will. Wahrscheinlich will er hier die Zäune streichen oder die Boote oder macht sich hier ein schönes, ich weiß es nicht. Naja, lassen wir uns überraschen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl.